Ja, am 22. März fällt für das Thema Agrardieselrückerstattung die Entscheidung jetzt auch im Bundesrat. Und wir erwarten, dass die deutschen Bundesländer, genau wie es Bayern ganz stark tut, hinter den Interessen der deutschen Landwirte stehen. Wir brauchen aber auch weitere Entlastungsmaßnahmen wie die Gewinnglättung, die Einführung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage, die Abschaffung der Stoffstrombilanz. Die Steuerfreistellung nicht fossiler Kraftstoffe und vor allen Dingen auch ein Auflagenmoratorium, Tierschutzgesetz, Waldgesetz, diese Dinge sollen und dürfen nicht kommen. Das ist ganz wichtig. Entbürokratisierung. Und deswegen werden wir noch einmal sichtbar werden mit einer Plakataktion, und da rufe ich unsere Kreisverbände auf, sich mit dem Plakat der Aktion des Deutschen Bauernverbands nochmal zu fotografieren, ein Video zu machen, das an die Abgeordneten und die Ministerpräsidenten auch zu schicken, um sichtbar zu werden oder gemeinsam auch mit LSV sich an den Aktionen miteinander zu beteiligen, um nochmal klarzustellen: Die deutsche Landwirtschaft, wir brauchen diese Agrardieselrückerstattung, um wettbewerbsfähig zu bleiben und wir lassen nicht nach, bevor wir dieses Ziel erreicht haben.